Runde. Das war das Stanwick. Ein bisschen Kohle, ja gut, dann geht er. Das wird was kosten, Sir. Danke, Officer. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Was ist denn hier los? Oh, Verzeihung, Sir. Den Pfeifenkopf. Ja, da kommt vielleicht besser noch. Stelle.
kannst sogar nochmal gucken. Mit Hose. Die Schwanne, mein Junge. Ah, sieht gar nicht so aus. Ja, ist schon besser aus für mich, finde ich. So Gangster. Ist nicht okay, wenn man das halt so macht, ne? Genau, versteht ihr persönlich, was ich meine? Das ist schon hier, man. Genau. Natürlich, Ordnung. Mehr hast du nicht? Bitte. Una, hey, verdammt! So. Opfer. Los! So, und zum nächsten Bein. Thank you.
Vor allem hier so viel Kolossen. Also, selbst angefallen und lass das in Zukunft. Weiter! Hey, hast du ein Problem, Freundchen? Stehen und gucken das Bild an mir. So, dann sind wir bis gleich. Bis gleich, ne? So, und weiter geht es.
lass mal erstmal was essen. Oder Sandwich, der Bier. Der Freude. Der Freude. Bier, danke. Danke. Danke, danke, danke. Bei euch ein Besippel, ne? Das sieht schon ganz schön derbe aus. Nein, das ist klug. Also, hier ist das Bett. So ein Playboy oder was? Nee, Anton und ich. Naja, ja, was denn? Ich bin immer in den gleichen Sachen. Ich hab mal zu, oder denkst du einen Wechsel, aber jetzt... Die ganze Zeit, wenn die gleichen Sachen trägt, das wundert mich. Ja. Wundert mich. Oh, schon weg mir das nicht. Ja. Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich hab deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's, aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann, aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Und fast 5000. Ey, das hätte ich irgendwie in den Griff kommen können, der Joe. Ja, ohne Scheiße. Mann, da wird man ja schon... Achso, man kauft sich ein, kann ganz gut haben. Was ist denn der Kurs? Ich wüsste, was nehmen. Toll. Toll. Scheiße. So. Gucken. Vito, endlich! Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke.
Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Guido, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Genau. Mit dem Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Jawohl, gehen? Okay, Marty. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Nur die Scheißknarre weg, bevor noch was passiert! Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus! Schon gut, schon gut. Komm her schon. Nun schick die Knarre weg, du Idiot. Der Sinn tut wirklich besser, als meine Selbstsprache. Ist ehrlich, ne? Das sind auch die alle so, wenn der Bildschirm jetzt so grün ist, oh nein, also. Was? Ich muss ja mit dem Wagen nicht fahren. Nebenbei, das ist der Wagen zum Abschluss. Mann, muss er.
Gut, wir sind da. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Tut mir leid, wegen. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Och nö. Och nö, ne? Ey, das ist ein Witz, oder?